Der Brenner der Gasetagenheizung raunte, dann ging er mit einem solchen Klacken aus, dass die Morgenstille in den Ohren sirrte. Eben dieses Klacken ließ Brehm in seiner Bleibe aufschrecken. Das Geräusch war vom Metallgitter herübergedrungen, das die Garagenflucht zu der sie, soweit das Auge reichte, umgebenden steppenartigen Macchiata öffnete. Erst in der Ferne gab es Erhebungen. Brehm hatte den Ort der guten Übersicht halber gewählt. Zudem waren die beiden Längsseiten des Areals durch die Garagen wagenburgähnlich unzugänglich. Die Hinterfront schloss mit der stehengebliebenen Brandmauer einer halbierten Hausruine ab, die zur Tundra wie eine Feste stand. Außer der Wand nur klaffende Wohnlöcher. Abermals dieses Geräusch. Brehm sitzt aufrecht sofort, seine linke Hand hält ein Messer, nicht eines der Frosts, sondern das mit dem silbernen Heft. Es liegt, seit er es nahe La Fligny in der Scheune gefunden hat, nachts auf dem Tisch hier neben seinem Bett, taugt nur zum Töten, schnitzen lässt sich damit nichts, die schartige Klinge würde brechen. Längst ist sie nicht mehr angelaufen, sondern in den Mondschein poliert, dabei derart geschärft, dass man sich mit ihr rasieren könnte. Brehms rechter Zeigefinger spürt, in die Hand sich um den Griff legt, die Einkerbung, dieses P oder was immer die Ziselierung nun vorstellen mag. Bis heute hat Brehm es nicht herausfinden können, sich auch gar nicht weiter drum bemüht. Es ist nicht wichtig, nicht jetzt, sowieso, da er lauscht. Man hört sanfte Schritte. Gelbes Messer huscht an die Garagentür, an das hineingeschnittene Fenster. Doch es lässt sich draußen nichts Rechtes erkennen. Möglicherweise hat sich der Eindringling in eine der leeren Garagen gekauert. Ein Vagabund könnte es sein, ein Fahnenflüchtiger vielleicht oder sonst wie Verirrter. Brehm witterte zwar keine direkte Gefahr, auf seinen Instinkt war immer Verlaß, doch er wollte die Eremitage für sich. Andererseits war es ihm zu früh am Morgen, er mochte nicht in die stetige Dämmerung huschen, in Ungefähres und abermals Mord. Der Osten, der Osten, ich will jetzt hier liegen. Der Eindringling kann bis in den Morgen bleiben, dann scheuche ich ihn weg. Zu Brehm herein würde er es lebend nicht schaffen. Er legte sich unter seine Decken zurück, freilich schlief er nicht mehr sonderlich tief, ungewohnt diese Anwesenheit eines anderen. Ein über den Himmel ziehendes, tiefes Hell zerrte die Fallbedämmerung vom Horizont und von den flachen Dächern der Garagen weg, so dass auf dem Hof der Jeep erst mattgraue, lange, dann zunehmend kürzere Schatten warf. Brehm hob die Lider und lauschte gegen die Garagendecke. Hatte er den Eindringling geträumt? Still, um sich nicht bemerkbar zu machen, erhob er sich, zog sich etwas über, seine Finger hüpften die Reihe der Flakons entlang, er wählte und sprühte ein wenig Cousin. Es werde ein Cousin-Tag, dachte er, und nahm lächelnd das Messer vom Nachttisch. Dann drückte er die hälftige Garagentür nur ein ganz klein wenig auf und schlüpfte hinaus. Wenn er es nicht wollte, konnte niemand ihn gehen hören. Es war, als flöge er auf Mokassins, huschte geduckt die Garagentüren entlang und hinterließ eine ungefähre Duftspur, die oft, bevor seine Gegner ins Dunkel fielen, das Letzte war, was sie noch merkten. Sie schnupperten entzückt und bekamen vor diesem Entzücken, und weil das Messer scharf war, ihren Tod gar nicht mit. Brehm kannte keine sozialen Gefühle, deshalb quälte er nicht. Man kann das eine empathielose Menschlichkeit nennen. »Guten Morgen«, hell und leise artikuliert, dicht hinter ihm, sehr freundlich, aber gelbes Messer fuhr zusammen. Man sah ihm das nicht an. Er richtete sich äußerst langsam auf, so vorgebeugt war er vorangehuscht. Dieser da war schneller als er. Hätte er ihn töten wollen, es wäre schon geschehen. Noch drehte Brehm sich nicht um. »Guten Morgen«, wiederholte der andere, entschuldigte sich. »Ich wollte Ihre Privatsphäre nicht verletzen, hätte gefragt, aber Sie haben geschlafen.« Er besaß die Stimme eines, der noch nicht völlig erwachsen ist, nicht nur sanft, sondern auch unsicher, beinahe schüchtern. Das ging mit Behendtheit kaum überein. Überdies, Sie müssen sich nicht fürchten. Erst jetzt wendete Brehm sich dem Eindringling zu. Der Junge mochte 25 Jahre zählen, vielleicht weniger. Er trug buntwollene, locker übergeworfene Kleidung, zwei, drei Schals, das war nicht recht zu entscheiden. Die Füße steckten in eng gewundenen, ausgesprochen weich aussehenden Stiefeletten, die hoch bis über die Waden reichten.
Vorne bommelten cremefarbige Glasperlen. Links über der Schulter hing eine Art Rucksack, sowie auf dem Rücken eine Gitarre in ihrem Futteral, dessen Riemen schräg über den Oberkörper lief, indianisch mit Steinen und ebenfalls Perlen besetzt. Brehm, das Messer weiter in der Hand, schätzte Fluchtwege ab. Nie hatte er einen so sanften Menschen gesehen. »Was tust du hier?« Der Junge hob seine in matter Schönheit schimmernden, nahezu weiblichen Augen. Als er den Blick auf Brehms Messer legte, lächelte er. »Wirklich«, sagte er, »Sie müssen nicht.« Verstummte, lächelte weiter. »Woher kommst du und hör mit dieser affigen Sitzerei auf?« »Sie sind älter als ich. Man muss sich eine Haltung geben, wenn man«, er stockte ein weiteres Mal, »überleben will.« Das hatte, wie es gesprochen wurde, Festigkeit, war dennoch bescheiden. Andernfalls wäre der Tonfall unangemessen gewesen. So blieb das alles einfach sanft. Dass Brehm sein Messer noch hielt, wurde ihm peinlich, nur wusste er nicht, wohin er es stecken sollte, weshalb er ein paar linkische Bewegungen auf den Jungen zumachte, auf die der nicht reagierte. Um die Situation zu überspielen, fragte Brehm, »Magst du einen Kaffee?« »Kaffee? Sie haben... Du hast Kaffee?« Das Gesicht des Jungen wurde noch heller, strahlte. »Kaffee«, wiederholte er, »hier Kaffee?« und schloss mit einem Seufzer, »Oh ja.« Da musste Brehm lachen, leise in sich hinein, ihm war ein Sohn geschenkt. »Dann komm mal mit.« In der Garage reihte er das Messer präzise bei den anderen Messern ein. »Nun komm schon rein.« Der Junge hatte nur den Kopf vorgestreckt, Neugier und Vorsicht. »Wieso riechst du so gut?« Brehm nickte seitlich gegen das Regalchen mit den Flakons. »Ich habe einen so intensiven Duft nur bei den Schändern erlebt.« Erstaunt wandte sich Brehm den gefüllten Messlöffel zwischen Daumen und Zeigefinger halb über die Schulter zurück. »Schänder, du kennst Schänder? Ich habe bei heiligen Frauen gelebt.« Damit trat er endgültig ein. Er stellte den Rucksack neben die Tür. »Du hast was?« »Ein paar Wochen.« »Das kann ein Mensch nicht überleben. Sie haben mir nie was getan. Manchmal kamen Schänder zu Ihnen, weißt du? Sie lieben Musik?« Er saß an Brehms Tisch und guckte, während er redete, in weiten, kindlich staunenden Bögen um sich. Die Gitarre hatte er ebenfalls abgenommen, hatte sie behutsam, fast zärtlich auf den Boden gelegt. »Wie schön du es hast. Offenbar hast du Arbeit.« Selbst das war arglos festgestellt. »Wovon lebst du?« »Ich spiele Gitarre, ich singe ein bisschen, ich will nach Buenos Aires, ich möchte Straßenmusikant werden.« »Straßenmusikant, magst du Musik?« Das Wasser kochte. Brehm goss, um den Kaffee quellen zu lassen, davon erst nur ein wenig in den Filter. »Nein, ich mag Stille.« »Auch Musik kann still sein, es gibt Musik, davon wird die Stille erst still.« »Naja.« Eine Fingerspitze Salz auf das dunkelbraune, sich hebende, duftende Mehl. »Das duftet jetzt schon wieder so«, sagte der Junge. »Wie heißt du?« »Andreas.« »Und weiter?« »Das weiß ich nicht.« »Und wie heißt du?« »Ich bin Brehm.« Keine Reaktion bei dem Jungen. Die hätte darauf schließen lassen, er habe den Namen schon einmal gehört. »Du kommst von hier? Ich bin aus Wroclaw. Ich aus Tschernobyl. Das ist so totes Land. Ja, wunderschön. Weißt du, es gibt Gras da und Bäume, es gibt Wasser da und leere Straßen. Wasser?« Die Gegend um Tschernobyl galt selbst den Ostlern als unbetretbar. Es war verbotenes Land, nur die Wadasi gingen dahin. Die Westmilizen mieden, wusste Brehm, die Gegend aus Angst vor Verstrahlung. Man nahm an, wer dort hineingetrieben wurde, komme binnen kurzem um. »Die Frauen sind da friedlich. Du sprichst von einem Wunder.« »Ich habe ein Lied komponiert. Fans Country heißt es. Ich kann es dir vorsingen.« Er bückte sich schon aus dem Stuhl zur Gitarre, nahm sie aus ihrem Futteral. »Nein«, graunte Brehm. Er mochte keine Gespräche. Jetzt war ihm eines ins Haus geflogen. Dass er es selbst hereingeholt, ärgerte ihn plötzlich. Er musste diesen Jungen aber nur wieder ansehen, und seine Grantigkeit verflog. Er goss die beiden Becher voll. »Und wie bist du da hingekommen?«, fragte er, nachdem er den einen vor Andreas, den anderen an den eigenen Platz gestellt hatte, an den er sich nun setzte. »Ich bin gewandert.« Der Sanfte lachte. »Ich gehe nach Gefühl, und damit willst du ins Zentrum. Du meinst, das funktioniert nicht?« Seltsames Wort aus seinem Mund, funktionieren. »Weißt du, was das Zentrum ist?« »Eine Stadt.« »Und wie das Zentrum ist?« »Es ist schwer, weißt du, hier zu überleben. Die Leute haben doch selbst nichts. Junge, ein Rad bleibt da weg.«
Wer etwas hat, der gibt nichts. Nur wer nichts hat, gibt. Das ist ein Gesetz. Wenn du so schön singen kannst, wie du sagst, brauchen die Leute hier dich viel mehr. Die hören dir sicher lieber zu. Du nicht, sagte Andreas. Ich nicht, nein. Ich bin auch ein Mörder. Das schien den Jungen nicht zu erschrecken. Kannst echt Kaffee kochen, sagte er und hob den freundlichen Blick.